Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir anhand eines ausführlichen Beispiels, wie du den Skonto im Einkauf ganz einfach buchst, wenn du zuvor eine Gutschrift hattest. Und am Ende gibt es auch eine Übungsaufgabe mit Lösung für dich. Also, zuallererst, bevor wir jetzt gleich zum geilen Buchungssatz kommen, müssen wir verstanden haben, was geht denn davor eigentlich ab. Und zwar kauft der gute Bad Boy, also zum Beispiel der Käufer hier, einfach Gelatine, was für ihn ein Hilfsstoff ist, auf Ziel ein, weil er ein Bäcker zum Beispiel ist. Und dann hat er eben Warenwert, netto 2500 Euro für die Gelatine, dann zahlt er Umsatzsteuer, 475 Euro und dann hat er eben diesen Bruttobetrag. Und dadurch macht er einen ganz normalen Einkaufsbuchungssatz auf Ziel. Und nun passiert aber Folgendes. Die Ware kommt an, aber da ist etwas defekt. Also hier, das heißt zum Beispiel, die Qualität dieser Gelatine ist einfach schrecklich. Und darum ruft dieser Käufer einfach den Verkäufer an und sagt, hey, die Ware ist nicht so gut, wie ich sie mir vorgestellt habe, ich möchte einen Preisnachlass. Dann sagt er, alles klar, kriegst doch eine Gutschrift von 10%, lass aber diese Defekte oder eben diese Gelatine, die eben Qualitätsmängel beinhaltet, behalt die einfach. Und nun muss man das Ganze eben verbuchen. Also, zuallererst fragen wir uns natürlich, welche Konten sind betroffen. Hier ist es Nachlässe für Hilfsstoffe, Vorsteuern, Verbindlichkeiten aus Lieferung, Leistung. Das Ganze hier erkläre ich sehr im Detail in einem Video von mir, wo ich dir erkläre, wie man Mängelrüge zum Beispiel bucht. Also zieh dir das Video rein, findest du auf meinem Kanal. Naja, und dann finden wir heraus, das ist ein Aufwands-, aktives und passives Bestandskonto. Alle Konten müssen sich mindern, weil es hier sich um einen nachträglichen Preisnachlass handelt. Und dann wird das eben dementsprechend gebucht. Hier habe ich dir auch die Nebenrechnungen dazu hingeknallt, damit du weißt, wie das Ganze abläuft. Aber jetzt kommen wir zum Kern dieses Videos. Und zwar wollen wir jetzt den restlichen offenen Rechnungsbetrag von dem Hilfsstofflieferanten bezahlen und das Ganze innerhalb der Skontofrist. Und deswegen kriegen wir auch noch 2% Skonto. Nun ist es wichtig zu wissen, welche Konten sind denn nun betroffen? Da wir nun innerhalb der Skontofrist bezahlen, ist logischerweise schon mal Bank betroffen. Vor unserem Bankkonto geht natürlich das Geld weg, mit dem wir das Ganze bezahlen. Dann ist Nachlässe für Hilfsstoffe betroffen, weil wir einen nachträglichen Preisnachlass haben. Das ist dieser Skonto nämlich und das wird auf das Konto gebucht. Vorsteuer ist dann immer betroffen, wenn zum Beispiel Nachlässe für Hilfsstoffe oder Nachlässe für Fremdbauteile, Nachlässe für Handelswaren, kommt halt eben auf das Produkt drauf an. Das musst du immer dementsprechend anpassen, ist aber Vorsteuer eigentlich immer betroffen. Und Verbindlichkeiten aus Lieferung, Leistung ist dann auch betroffen, weil wir eben unsere Verbindlichkeit nachkommen und das Ganze bezahlen und dadurch löst sich die Verbindlichkeit auf. Nun wissen wir, um was es sich für Konten dreht. Bank, aktives Bestandskonto, Nachlässe, Hilfsstoffe, Aufwandskonto, Vorsteuer, aktives Bestandskonto, Verbindlichkeiten aus Lieferung, Leistung, passives Bestandskonto. Das sind nämlich einfach meine Kontenrahmen. Und nun frage ich mich, was passiert denn mit dem jeweiligen Konto? Bank muss ich mindern. Klar, Geld geht von unserem Bankkonto weg, es wird weniger. Nachlässe für Hilfsstoffe, auch wenn das anfangs ein bisschen crazy klingt, aber auch das wird weniger, weil wir eben Skonto bekommen, nachträglicher Preisnachlass und das mindert unseren Aufwand in dem Moment. Vorsteuer muss ich mindern, weil sich NH mindert, wichtig, und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mindert sich, weil wir eben unsere Verbindlichkeit begleichen und dadurch mindert sich das Ganze. Nun wissen wir, wo das Ganze gebucht wird. Bank im Haben, NH im Haben, Vorsteuer im Haben und Verbindlichkeiten aus Lieferung Leistung findet man im Soll. Nun brauche ich aber noch die passenden Beträge dazu. Und dafür gibt es dieses Schema und das machst du immer. Also wenn du zukünftig in der Prüfung oder eben beim Üben eine offene Rechnung begleichst, dann schaust du immer als allererstes, ob zwischendrin mal eine Aufgabe war, wo du zum Beispiel eine Mängelrüge, eine Rücksendung, Preisnachlass, irgendwas hattest. Weil diese Gutschrift, die du dann im Rahmen dessen bekommen hast, den musst du dann vom anfänglichen Rechnungsbetrag abziehen. Und dadurch hast du den restlichen offenen Rechnungsbetrag. Und das ist immer so. Also wichtig, achte darauf, falls das irgendwo enthalten ist, berücksichtige das Ganze. Ansonsten, falls es natürlich keine Rücksendung oder keinen Preisnachlass oder sonstiges gab, dann musst du diese Kalkulation nicht ganz machen, sondern es ist eben nur der untere Teil hier. Aber dazu habe ich auch ein einzelnes Video auf meinem Kanal. Und nun schauen wir mal, wie ich auf diese Beträge kam. Naja, die 2.975 Euro, das war der anfängliche Rechnungsbetrag. Dann kam die Gutschrift, das hast du ja gerade eben auf der vorherigen Seite gesehen, und dadurch kam ich auf den restlichen offenen Betrag, also die 2.677,50 Euro. Davon kriege ich jetzt 2% Skonto, also mache ich das geteilt durch 100 mal 2 und dadurch habe ich den Skonto-Bruttobetrag, die 53,55 Euro. Rechne ich nun 2.677,50 Euro geteilt durch 53,55 Euro, komme ich auf den Überbeweisungsbetrag, den ich dann bezahlen muss, eben die 2.623,95 Euro. Nun ist aber das Skonto noch in Brutto, das ist ein Bruttoskonto. Den muss ich natürlich jetzt halt auf Netto umrechnen. Also mache ich die 53,55
meinen Bruttoskonto, teile ihn durch 119 mal 100, dadurch habe ich den Nettoskonto. Und wenn ich jetzt den Bruttobetrag, die 53,55 minus die 45 Euro rechne, dann komme ich auf die Steuer von 8,55 Euro. Nun habe ich alles für meine Buchung. Und das machst du bitte immer so. Du machst dieses Schema hier runter und machst diese Nebenrechnungen. Und nun tragen wir ein, der restliche offene Rechnungsbetrag, der wird hier auf Verbindlichkeiten aus Lieferung Leistung gebucht. Die Bank, logischerweise den Überweisungsbetrag, da kommt der Betrag hin. Nachlässe für Hilfsstoffe, da kommt eben der Nettoskonto und auf Vorsteuer kommt dann der restliche Steuerbetrag. Aber behalt bitte im Hinterkopf, es ist immer auf das Produkt abhängig. Hast du Nachlässe für Hilfsstoffe, hast du irgendwelche Hilfsstoffslieferantenrechnungen zu bezahlen. Hast du Handelswaren, dann hast du NHW. Hast du Rohstoffe, hast du NR. Dementsprechend musst du das Ganze immer bitte anpassen, dieses Konto hier. Hier habe ich dir alle drei Buchungssätze auch nochmal untereinander hingeknallt und das Ganze im T-Konto eingetragen. Und nun sieht man auch, was passiert ist. Schau her, anfangs hatte ich dir gegenüber den Lieferanten 2.975 Euro Schulden. Nun findet aber Folgendes statt. Zuerst findet ja diese Gutschrift statt, ne, für den Preisnachlass, den nachträglichen. Und das mindert meine Verbindlichkeiten erstmal um 297,50 Euro und dann überweisen wir das Ganze. Und nun haben sich meine Verbindlichkeiten ausgeglichen. Also das hier minus die beiden Beträge ergibt 0. Und dadurch kann ich jetzt sicher gehen, dass ich auch wirklich alle Verbindlichkeiten erledigt habe und keinen Fehler habe. Und natürlich hier siehst du das Ganze dann auch noch in den anderen Konten. Hier ist die versprochene Übungsaufgabe für dich. Probierst du es selbstständig, halt das Video an und bilde die drei Buchungssätze für die folgenden Geschäftsfälle, weil die Lösung kommt jetzt. Also hier, wir haben Rohstoffe gekauft, also AWR mit 10.500 Euro und Vorsteuer 1.995 Euro an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Ganz normaler Einkaufsbuchungssatz von Rohstoffen auf Ziel. Dann erhalten wir einen Preisnachlass von 15%. Dann erhalten wir einen Preisnachlass von 15%, weil eben ein bisschen was defekt war. Also hierbei handelt es sich aber um Rohstoffe, darum Nachlässe für Rohstoffe. Wichtig. Und dann machst du den standardmäßigen nachträglichen Preisnachlassbuchungssatz, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Nachlässe für Rohstoffe und Vorsteuer. Hier habe ich dir das Ganze nochmal einzeln ausgerechnet. Vom Bruttobetrag nehme ich die 15%, also habe ich dann den Bruttonachlass. Dann muss ich den Bruttonachlass noch auf Netto umrechnen, dann brauche ich noch die Steuer und dann trage ich die Beträge ein. Und nun kann ich endlich den letzten Buchungssatz machen, den Skonto-Überweisungsbuchungssatz. Also, was mache ich hier? Ich nehme meinen Rechnungsbetrag minus die Gutschrift, die ich gerade eben hatte. Dann habe ich meinen restlichen offenen Rechnungsbetrag minus den Skonto und dann habe ich den Überweisungsbetrag. Skonto muss ich natürlich wieder aufsplitten, das habe ich hier gemacht. Und acht drauf, den Skonto habe ich berechnet, indem ich eben, weil ich hier 3% hatte in der Aufgabe hier, also nehme ich den restlichen offenen Rechnungsbetrag, geteilt durch 100 mal 3 und dann habe ich mein Skonto brutto. Skonto netto, Steuer, alles eintragen in die Konten und gut ist. Falls ich dir mit diesem Video helfen konnte, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut!